Ja, willkommen, liebe Gäste, zum Plenum Theater 2.0. Bevor ich das Wort an Anne-Peter von nachtkritik.de übergebe, noch ein, zwei Sätze zu unserer Abendveranstaltung. Nach dem Plenum haben wir eine knappe Stunde Pause, können uns noch ein bisschen die Sonne auf die Nase scheinen lassen, chillen und dann, wenn wir Lust haben, Neuland betreten. Wir haben als Abendveranstaltung dieses Jahr angesetzt, Theatermacher trifft Computerspielmacher. Wir haben beobachtet, dass in den letzten Jahren, Leute erinnern sich bestimmt an Next Level Parsifal von Tim Staffel, an Counter-Strike-Einspielungen bei Kaspar Häusermeer von Markus Lobbes und Felicia Zeller, an vielleicht Live-Game-Abende von Makina X. Wir haben das Gefühl, Games drängen immer stärker ins Theater und das hängt vermutlich damit zusammen, dass, wie das Feuilleton nicht müde wird zu behaupten, Games das Leitmedium des 21. Jahrhunderts werden. Da haben wir uns gesagt, interessant, wollen wir wissen, ob das tatsächlich so ist. Es wird, wenn denn das so ist, nicht ohne Auswirkungen auf das Theater bleiben. Wir haben zwei Game Designer eingeladen von der führenden deutschen Softwarefirma Crytek, deren vermutlich berühmtestes Spiel Crysis ebenso umstritten wie gepriesen ist, 2012 den Deutschen Computerspielpreis gewonnen hat und als notorischer Ego-Shooter auch viele, viele provokante Äußerungen nach sich zieht. Diese beiden Game Designer, Peter Gornstein und Dennis Schwarz, werden wir ins Gespräch bringen mit Robert Borgmann, der übermorgen hier beim Theatertreffen in Berlin sein Debüt gibt mit einem Onkel Vanya und einem Tschechow-Abend, eigentlich etwas, was wir nicht unbedingt mit Games zunächst in Verbindung bringen müssen, aber Borgmann sagt, er glaubt, dass Inszenierungen sehr viel zu tun haben mit Open-World-Game-Design. Was er damit meint und wie plausibel das ist, das können wir nachher erfahren bei unserer Abendveranstaltung, 19.30 Uhr geht's los. Moderieren wird Anna Fries von Makina X und wir freuen uns sehr drauf, über alle, die Lust haben, da noch ein bisschen Experimentalluft zu schnuppern. Und jetzt geht das Wort an Anne-Peter von nachtkritik.de. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass so viele da sind und dass wir jetzt endlich mal alle in einem Raum sind und nicht mehr verstreut auf die Workshops. Wir versammeln uns hier nochmal, um jetzt, es ging ja bisher eher so um Vermittlung und Marketing und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr in Richtung Kunst schauen und also in die Abendveranstaltung hineinleiten und auch auf den morgigen Tag schon mal vorausschauen. Wir schließen ein bisschen an die Tweet-Up-Session, die es da oben gab und werden Fragen aufgreifen, die da aufgetaucht sind, hoffe ich. Also es soll jetzt darum gehen, wie die sozialen Medien die Kunst prägen, wie sie vielleicht auch irgendwie auf die Bühne geholt werden können, wie sie für den kreativen Prozess fruchtbar gemacht werden können, wie mediale Partizipation im Theater funktionieren kann und auch wie der Austausch mit dem Publikum das Theater verändert. Um diese Fragen zu diskutieren, haben wir zwei Gesprächspartner eingeladen, die an Theatern arbeiten, die sich auf exemplarische Weise mit der Digitalisierung, dem digitalen Wandel und dem, was das für die kulturelle Praxis bedeutet, beschäftigen. Sowohl was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, also den Austausch mit dem Publikum, als auch im Hinblick auf ästhetische Auseinandersetzungen. Da geht es um das Thalia-Theater, ich begrüße Jochen Strauch, und das Theater Dortmund. Alexander Kerlin ist hier bei uns. Beide Häuser denken eben sehr intensiv über die Digitalisierung nach. Ja, wir haben heute mehrfach gehört, die sozialen Medien bedeuten im Grunde vor allem erstmal Gespräch, also Partizipation, Interaktion, Live-Kommunikation und um diese Aspekte soll es jetzt auch gehen. Das Thalia-Theater bespielt die sozialen Netzwerke sehr rege und hat außerdem vielfach partizipative Experimente, sag ich mal, versucht. Die Intendanz von Joachim Lux wurde 2009 mit einem Bürgerbeteiligungsprojekt namens To Be or Not to Be eröffnet. Dabei durften Zuschauer den Hamlet-Monolog auf der Bühne sprechen oder die Bühne wurde den Zuschauern zur Verfügung gestellt. Dann hat es im Herbst 2011 eine sehr umstrittene Publikumsabstimmung über ein paar Positionen im Spielplan der nächsten Saison gegeben, die Spielplanwahl.
Und in diesem Februar wurde dort in einer Vorstellung zum Live-Twittern aufgerufen. Das sind nur ein paar Aktivitäten. Du wirst sicherlich noch ein paar mehr uns nachher erzählen. Am Theater Dortmund durfte man kürzlich auch aus einer Generalprobe twittern. Dort gibt es den Sprechchor, auch ein Bürgerbeteiligungsprojekt, würde ich sagen, den leitet Alexander Kerlin. Und in vielen Inszenierungen spielt das Netz auch thematisch eine Rolle, zum Beispiel in Claudia Bauers Welt am Draht, wo es um eine vom Computer simulierte Welt geht, oder wird auch ästhetisch wirklich sehr bestimmt, wie zum Beispiel im Live-Code, den haben wir letztes Jahr hier gesehen, wo Computer und Programmierer eigentlich die Hauptrolle spielen. Ja, Alexander Kerlin ist Dramaturg am Theater Dortmund und ist dort auch so eine treibende Kraft, was die Auseinandersetzung mit dem Netz angeht, hat als Co-Autor zusammen mit dem Regisseur und Dortmunder Intendanten Kai Voges unter anderem das Stück Das Goldene Zeitalter mitgeschrieben, also fungiert er als Co-Autor. Das hatte im September 2013 Premiere und Stefan Keim, der Kritiker, sagte darüber, es sei ein Versuch, die Ästhetik des Internets auf das Theater zu übertragen. Ja, außerdem kuratierte Alexander noch das Festival Cyberleiber, wo es auch um die digitale Revolution und ihre gesellschaftlichen Folgen ging. Jochen Strauch vom Thalia Theater ist Leiter der Abteilung Marketing und Development, die er 2009 mit dem Start der Intendanz Lux aufgebaut hat, neu, und in der eben auch die Kommunikationskanäle Twitter und Facebook angesiedelt sind. Jochen, du hast 2011 am Thalia das erste Theater-Barcamp ins Leben gerufen, fast ein bisschen ein Vorläufer dieser Veranstaltung hier, möchte man sagen, und dabei auch in deiner Session Dramaturgie 3.0 schon die zentrale Frage aufgebracht, inwiefern Social Media als Plattform nutzbar wären, aus einer Gruppe interessierter Zuschauer heraus gemeinsam Handlungen oder Inhalte zu entwickeln. Ich möchte mich auch kurz vorstellen, ich bin Anne Peter, Redakteurin bei Nachtkritik. Und ich würde in diesem Gespräch gerne versuchen, so ein bisschen auch in die Zukunft zu gucken, also nicht nur zu schauen, was gibt es schon, sondern was ist möglich, denn ich glaube, dass wir da erst am Anfang eines Weges stehen und alle noch gar nicht so unbedingt genau wissen, wo die Reise hingeht. Ja, und Sie sind dann natürlich am Ende auch herzlich eingeladen, mitzusprechen und Fragen zu stellen oder Ideen beizusteuern. Jetzt zu Beginn möchte ich noch mal ganz grundsätzlich fragen, Alexander, warum muss das uralte Medium Theater sich überhaupt um so etwas wie das Internet scheren? Warum, also es hat 2500 Jahre wunderbar ohne diese neuen Medien funktioniert, warum muss sich das Theater da auch ändern? Ist das überhaupt so? Ich glaube, das Theater muss sich nicht dafür ändern, weil das Theater immer schon mit den neuen Medien, die neuen Möglichkeiten, die technischen Errungenschaften angefangen hat umzugehen. Im 18. Jahrhundert hatten wir noch kein elektrisches Licht. Heute fragt keiner mehr, warum haben wir elektrisches Licht im Theater? Ist doch eine analoge Kunstform. Eine klassische Kuckkastenbühne ist von oben bis unten eine Maschine, da sind Züge drin, das ist eine Architektur, die auf bestimmte Wirkungen hingebaut worden ist. Das heißt, das Theater, das so gerne eingefordert wird, wo sozusagen der Mensch in seiner natürlichen Art und Weise auftritt, das gibt es überhaupt gar nicht. Ne? Das ist sozusagen dann eher einer konservativen Sicht auf das Theater geschuldet. Es ist ja vielmehr so, dass Theater schon immer eine Kunstform zwischen Mensch und Maschine gewesen ist. Und sobald der Film in der Geschichte auf den Plan gekommen ist, haben Theatermacher begonnen, das zu integrieren. Sobald das Video erfunden war, haben Theatermacher das integriert. Es ist total selbstverständlich für mich, dass man jetzt mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung weitermacht, umgeht, forscht, guckt, wie geht das. Alles andere wäre eine Veränderung des Theaters, wenn man es nicht machen würde, glaube ich. Siehst du das ähnlich? Wird der Zuschauer der Zukunft anders ticken? Absolut. Also ich bin da komplett Alexanders Meinung, dass Theater, wenn es in eine Gesellschaft gültig bespiegeln soll, gar nicht anders kann, als alle Entwicklungen, die in einer Welt passieren, mit aufnehmen muss. Und das bedeutet, wenn eine Welt komplex wird und so komplex, wie es nun mit dem Internet passiert ist, wie wir auch heute ganz am Anfang bei Thorsten Panzer gehört haben, der den Vortrag von Peter Kruse, diesem Professor, der auch viel auf YouTube ja,
immer wieder angeschaut wird, zitiert hat, dass die Welt durch Internet eine immense Komplexisierung erlebt hat und insofern kommen wir gar nicht drum herum, als uns damit auch auf dem Theater auseinanderzusetzen, natürlich. Und es gibt ja auch Zuschauer, die offenbar große Schwierigkeiten damit haben, ihr Handy im Theater abzuschalten und dann nicht irgendwie parallel noch diverse andere Dinge zu tun und nur nach vorne zu gucken. Genau, und Ulf Schmidt, hier Autor und Mitorganisator dieser Konferenz, hat vor seinem Stück, der Marienthaler Dachs, das zurzeit zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen ist, geschrieben, den Zuschauern ist die Benutzung von Kommunikationsgeräten, insbesondere Handy, zu gestatten. Zur aktiven Echtzeit-Außenkommunikation, etwa durch Fotoversand, Sharing, Twitter und Facebook, sind sie aufzufordern. Das klingt für die allermeisten noch wie Zukunftsmusik, allerdings scheinen die Theater gerade mehrfach den Schritt in diese Richtung zu wagen. Also einige erlauben den Zuschauern eben mittlerweile auch schon bei besonderen Twitter-Events ihre Handys anzulassen und eben da fleißig rauszutwittern. Sogar beim Theatertreffen gibt es jetzt in der zweiten Castor-Vorstellung diese Möglichkeit, beziehungsweise für ausgewählte Twitterer die Möglichkeit, da Nachrichten rauszuschicken. Wir sind gespannt, ja. Ihr habt das am Thalia auch gewagt im Februar. Was hat euch dazu bewogen und wie hat das funktioniert? Hat es funktioniert? Ich würde sagen, es hat funktioniert, aber wir haben auch gleich beim ersten Versuch die eben in der Tweet-Up-Session beschriebenen Dinge bemerkt, dass es uns eigentlich überhaupt noch nicht reicht, einen ganz normalen Tweet abzumachen. Also wie das begonnen hat, da müssten wir tatsächlich mal bis 2009 zurückgehen, als Joachim Lux die Intendanz übernommen hat und nachgedacht hat über ein Stadttheater für Hamburg und über die Demografie von Hamburg und über dieses Bild des Tor zur Welt und wie sich eine Gesellschaft verändert und wie ein international agierendes Stadttheater funktionieren kann. Und in dem Augenblick, wo er darüber nachgedacht hat, kam natürlich das Thema Partizipation und Stadtgesellschaft mit dazu. Also wie organisieren wir uns lokal, wie interagieren wir mit einer sich wandelnden, diversifizierenden Gesellschaft und. Und dadurch kam natürlich das Thema Internet von selber einfach in die Themenwelt mit rein. Und wir haben ganz am Anfang darüber nachgedacht, auch unsere Homepage so zu bauen, dass wir eine eigene Thalia-Community bauen wollten. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil das ja viel zu komplex und zu teuer ist. Das haben wir nicht umsetzen können und haben dann relativ zügig diese bestehende Community, ich glaube, die war relativ schnell auf 1400 Mitglieder hochgeschnellt, weil jeder, der ein Ticket bei uns kaufen musste, wollte. Also jeder, der was gekauft hat, musste sich darüber einloggen. Insofern hatten wir eine relativ schnelle Community und haben die dann migriert auf Facebook. Und das war im ersten Augenblick ein großer Diskussionspunkt, weil wir Facebook natürlich im ersten Moment ganz böse und amerikanisch und auch schon datenverarbeitend fanden und haben das dann aber gemacht, haben die Migration hergestellt auf Facebook rüber, haben begonnen mit Twitter zu experimentieren und diese Community wie eine von vielen, vielen anderen Communities einer Großstadt wie Hamburg zu bespielen. Und über diesen Vorgang... Wie viele Fans habt ihr? Kannst du das kurz sagen? Momentan sind wir irgendwo über 12.000. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich glaube so 12.350 oder das bewegt sich, also es bewegt sich erstaunlicherweise immer weiter nach oben. Es gibt auch manchmal Momente, wenn wir zu viel posten, dass es ein Stückchen runtergeht, aber es drücken immer noch genug neue Fans immer wieder nach, dass es sich trotzdem dann nach oben bewegt. Und wir haben dann, wie du eben erzählt hast, mit To Be or Not To Be natürlich auch so ein Zeichen gesetzt von, dass das Haus sich wie ein offenes Haus in der Mitte der Stadt versteht, also dass die Stadtgesellschaft, Stadt soll auf die Bühne und so weiter und so weiter. Und haben in Jahr 2 auch etwas gemacht, was ein Partizipationsprojekt war in einen Problemstadtteil. Also dann haben wir ein Projekt gemacht, das hieß Springdorf, also den Sprung über die Elbe nach Wilhelmsburg und haben auch immer so Live-Versuche gemacht. Wir haben also immer parallel mit den Communities im Netz und dann aber mit den Communities in der Stadt versucht zu arbeiten. Und diesen Weg haben wir dann immer weiter versucht zu begehen und dabei aber auch herauszufinden, was passiert. Also es wurden immer mehr experimentelle Suchbewegungen. Und als wir dann mit mehreren Kollegen zusammen uns dieses Theatercamp ausgedacht haben, ging das natürlich auch darum, wie so eine, das war fast im ersten Moment eher so fast wie eine Art Fachmesse, einfach herauszufinden, wo steht denn das Medium gerade, was kann das überhaupt, was können wir damit, was kann es für ein Theater, was kann es für Zuschauer
Und ich komme nun gelernt aus der ausführenden Kunst und mich hat das dann im Marketing-Kontext immer wieder auch angefangen sehr zu, ich fand das sehr banal. Ich habe immer gedacht, das muss aber auch noch mehr können als das, was uns das Marketing sagt. Weil ich finde, das, was das Marketing gerade sagt, kann es sowieso gar nicht in der Drastik. Dass man uns am Anfang erzählt hat, dass man kann jetzt eigentlich aufhören, Flyer herzustellen oder Leporellos, das kann man alles ins Internet verlegen, das stimmt überhaupt gar nicht. Weil meines Erachtens ist weder Twitter noch Facebook im deutschsprachigen Raum auf einer Verbreitungshöhe wie in Amerika, wo ein Hollywoodstar 200.000 oder 500.000 Fans hat. Das bedeutet, wenn der etwas twittert, dann ist es natürlich wie ein Flyer, der in einen Stadtteil von L.A. rausgegeben wird. Das ist aber im deutschsprachigen Raum gar nicht so. Und wir haben relativ zügig gemerkt, dass wir gar nicht auf Plakatwerbung in einer Stadt verzichten möchten, die ein so deutliches Kulturangebot hat. Vielleicht können wir nochmal konkret zu dem Tweet-Up an Thalia zurückkommen. Hat sich das für dich gelohnt oder würdet ihr sowas nochmal machen oder was würdet ihr anders machen? Ich finde, das hat sich total gelohnt und wir haben ja auch viel miteinander darüber gesprochen, also auch mit Ingo und also die Menschen in Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigen, kennen sich natürlich durch diese Fachmessen dann natürlich auch mit der Zeit. Und wir erleben da ganz ähnliche Phänomene gleichzeitig. Ich würde das wieder machen, aber ich würde sofort einen Schritt weitergehen wollen, weil ein Tweet-Up im Theater ist als Experiment im ersten Augenblick so, dann kapiert man, wie die Regler sind. Aber ich würde sofort sagen, wenn man Tweet-Ups machen will, dann muss das was ganz anderes können, weil dann sind das eigentlich moderne oder neuere Formen von Publikumsgesprächen. Und die sollte man bündeln und moderieren und steuern. Insofern, also wenn man das vergleicht mit Aufmerksamkeitsforschung, ich habe in einem anderen Kontext mit einer amerikanischen Firma zu tun gehabt, Attentional, die Menschen daraufhin untersuchen, es geht um Science of Entertainment, also wenn man einen Film guckt, was passiert im Gehirn dabei gleichzeitig? Und dann kann man auf eine Art und Weise genau wahrnehmen, was Menschen beschäftigt, während sie gucken. Das würde man nie im Nachgespräch so rausfinden, weil oftmals durch das Fortgehen von Zeit hat man die entscheidenden und intimen Augenblicke, die man erlebt hat, während man Kunst betrachtet, längst vergessen. Also das ist ja die alte Plattitüde, wo wir immer wieder landen im Publikumsgespräch, dass wir darüber reden, wie können Sie sich so viel Text merken, ist das schwer nackt zu sein und was machen Sie tagsüber? Und wo man eigentlich sagen könnte, das können wir wirklich gerne als Handzettel rausgeben, aber wenn wir anfangen zu twittern während der Vorstellung, so wie das eine ganze Generation ja heutzutage tut als Digital Native, dann würden wir vielleicht an ganz andere Punkte kommen, wenn wir die aufschreiben, während das läuft und auch vorkuratieren, sodass der Moderator des Nachgesprächs nachher sagen kann, in Minute 42, also ungefähr auf Seite 21, gab es ganz viele Menschen, die darüber gesprochen haben, dass sie das jetzt wahnsinnig stört, wie die Figur gerade mit seiner Frau Schluss macht. Und dann könnte man viel tiefer in diese Szene vielleicht reingehen, mit den Schauspielern darüber reden, wie das für sie war, diese Szene gearbeitet zu haben. Also ich denke gerade an unser Stück Ende einer Liebe von Pascal Rombert. Und man könnte auch viel persönlichere Dinge miteinander teilen in dem Augenblick. Also du hast, als wir den Tweet-Up gemacht haben, auch den Satz von Thilo Werner rausgehoben, dass ihn als Schauspieler daran interessiert, dass so ein gemeinsamer Stream of Consciousness entstehen könnte im Zuschauerraum miteinander. Ist das denn schon passiert, deiner Meinung nach, bei diesem Tweet-Up oder braucht es da einfach noch weitere Versuche? Da braucht es weitere Versuche und ich glaube, es braucht auch Anleitung. Also weil, genau wie Ingo vom Residenztheater eben gesagt hat, ist die Gefahr einfach ganz, ganz groß, wenn man das nicht, anleitet oder zumindest den Input gibt oder die Idee gibt, in welche Richtung wollen wir eigentlich hier heute auch zusammenarbeiten. Du hast eine Twitterin zitiert, die nach unserem Tweet-Up gesagt hat, dass sie sich sehr viel besser konzentrieren kann, während sie gleichzeitig mit Twitter arbeitet, während sie guckt. Und ich glaube, wenn wir an diesen Formen nicht auch gemeinsam miteinander arbeiten, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das nur eine Wiedergabe von impulsiven Eindrücken ist. Also Ingo sagte eben, die größte Gefahr ist natürlich wirklich, dass bei Reise nächste Woche die Zuschauer einfach nach Stunde anderthalb sagen, ach, jetzt wäre aber eine Pause ganz schön. Und das bringt natürlich erstmal so gar nichts, außer gemeinsames Tuscheln ohne zu tuscheln. Genau. Ja, also meine These wäre ja,
Das habe ich in einem Text auf Nachtkritik neulich geschrieben, weil du ihn jetzt mehrfach zitiert hast, sage ich das mal kurz, dass sich einfach nicht jede Inszenierung gleich gut fürs Twittern eignet, also je nachdem, was das für eine Wirkung erzielen will und dass eben vielleicht ein Castorf ein sehr geeignetes Versuchskaninchen ist, ein Castorf-Abend, also werden wir sehen, mal schauen. Du hast das ja jetzt so beschrieben, die Tweets dann als Material für das Publikumsgespräch. Wäre es auch irgendwie denkbar, dass man auf diese Art Material generiert, was dann wieder auf die Bühne eingespeist wird, also was in die Inszenierung mit einbezogen wird? Vielleicht, Alexander, ihr habt da ja in Dortmund Experimente, die vielleicht dazu passen. Ja, sicher, glaube ich sehr sicher, dass das möglich ist, aber wie du schon sagst, das kommt sehr auf die Inszenierung an und sozusagen den Plan dahinter. Ich kann ja mal ganz kurz vielleicht zwei Sätze zum Goldenen Zeitalter erzählen, was wir da gemacht haben. Das Stück heißt Das Goldene Zeitalter, 100 Wege dem Schicksal die Show zu stehlen. Es geht, das ist ein Stück, ein Mash-up-Theaterstück, so haben wir es genannt, im Prinzip. Nichts anderes als Collagentechniken, die längst bekannt waren. Heute sagt man dazu Mashup. Da gibt es ja dieses wichtige Buch von Dirk von Gehlen, was uns auch sehr inspiriert hat bei der Arbeit. Ein Stück, wo der Regisseur Kai Voges live im Publikum sitzt. Ich sitze daneben mit einem Laptop auf dem Schoß. Und es gibt einen großen Videoscreen auf der Bühne, wo sozusagen parallel zu den Aktionen der Schauspieler, die sozusagen in einem ewigen Wiederholungsloop Treppen runtergehen, hinten wieder hoch, Treppen wieder runtergehen, ein sehr langer Abend über das Thema der Wiederholung und der Variation von Wiederholung. Sitzen wir live im Publikum und haben sozusagen 8 Stunden Theatermaterial, was wir gesammelt haben auf den Proben, die wir live sozusagen neu zusammensetzen, und wenn der Abend losgeht, dann wissen wir alle nicht, die Schauspieler nicht, ich nicht, der Regisseur nicht, was genau passieren wird, und ich habe sozusagen die Möglichkeit, über meinen Laptop live mit Text darauf zu reagieren, was im Publikum passiert. Wir kommen gerade jetzt vom Heidelberger Stückemarkt zurück. Wir haben eine super Szene an dem Abend, wo eine Schauspielerin einen Mops kommt, in die Küche singt. Und das kennt ihr sicherlich alle, kommt auch bei Warten auf Godot von Beckett vor. Und sie singt dieses Ding im Loop und sie macht es sehr lange, und dann kommt der nächste Schauspieler dazu, und am Ende hat man 6 gepitchte Schauspieler, die dieses Lied singen, und es ist sehr, sozusagen geht sehr auf die Ohren und den Nerv. Und in Heidelberg hatten wir sehr extreme Reaktionen jetzt darauf. Also wir haben die auch in Dortmund, aber in Heidelberg war zwischen aufhören, ich habe Geld bezahlt, und dann antwortete wieder jemand am anderen Ende des Saals, aber das ist doch großartig und so. Und dann haben wir halt spontan über den Text eine kleine Abstimmung gemacht, wer ist jetzt dafür, dass das weiterläuft, und dann kamen Handzeichen und das waren genug. Ja, also sozusagen, und man hat sofort ein sehr konkretes Problem im Raum, nämlich eine Frage nach Demokratie, ne? Und ich konnte sozusagen, aber wir sind doch nicht in der Schweiz, dran schreiben oder so. Ja, und man hat gleich diese Fragen und reagiert sehr im Austausch mit dem Publikum. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Vorstellung, wo ich sozusagen als Dramaturg Texte reingebe die ganze Zeit, kann man sich auch total vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie da einen Live-Tweet-Up passiert. Ja? Also die Frage, wir können uns ja vielleicht gleich mal einmal kurz den Trailer angucken, den habe ich jetzt mitgebracht, aber die Frage, die sich da immer stellt, ist ein Verhältnis von Bild und Text. Wir haben Videobilder, die live aufgenommen werden von 8 Kameras auf der Bühne, von den Schauspielern. Wir haben einen sehr genialen Videokünstler, den Daniel Hengst, der hier im letzten Jahr auch schon zu Gast war mit seiner Inszenierung The Life Code. Und der nimmt sich dieses Material, was live entsteht, und baut das zusammen in einer großen Collage, und die Texte dazu machen was mit den Bildern. Ja? Also es ist sehr stark eine Inszenierung über das Verhältnis von Bild und Text und wie Text Bilder verändert und Bild Text. Und da wäre es total schön, wenn man so ein Bild hätte und dann sagt man so, jetzt möchte man aber mal im Publikum hören, was ist deine Assoziation zu dem Bild? Und schon hat man eine Bildunterschrift, die man nicht planen konnte. Und ich glaube, das ist wichtig für die Kunst der Zukunft und das Theater, dass sich sozusagen Strukturen aus dem Internet gedanklicher Art
klauen will und damit umgehen will und auch veränderte Wahrnehmungsformen Rechnung tragen will, dass diese Kunst den Zufall viel stärker aufnehmen muss. Also enthierarchisierter, weg vom Autor-Genie, weg vom Regie-Genie, sondern hin zu kollektiveren Prozessen. Ja, das heißt, es ist trotzdem gut, wenn es einen gibt, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hat. Aber da kann man es halt sich dem Zufall öffnen und auch, das ist ja auch ein Risiko, was einen Scheitern beinhaltet, aber da kann ich es mir, lange Rede, kurzer Sinn, total gut vorstellen, dass das Publikum aufgefordert ist, Text reinzugeben, um die Bilder zu kommentieren. Und vielleicht gucken wir einmal kurz den Trailer, damit ihr so ungefähr eine Vorstellung habt. Ja, großes Kino. Es ist nicht ausverkauft, aber es ist trotzdem deutlich besser verkauft, als wir gedacht haben. Es hatte am Anfang natürlich in der Premiere, meine Fresse, war das Haus in Aufruhr, können wir das in Dortmund machen, 3,5 Stunden so ein Theater. Und in der Premiere ist tatsächlich die Hälfte der Zuschauer gegangen. Inzwischen hat sich das aber, es ist übrigens auch erlaubt, in der Vorstellung rein und raus zu gehen. Niemand wird schimpfen, wenn jemand live twittert, jeder darf sein Bier mit reinnehmen. Sozusagen, das ist eine 3,5 Stunden eher lockere Atmosphäre und ist auch nicht schlecht, wenn die Leute ein bisschen betrunken sind eigentlich. Dann wird's inklusive uns, die wir da sitzen. Es gibt einen Moment im Stück, wo mir ein Schauspieler ein Bier mitbringt ab da bin ich auch immer, werden die Texte besser auf jeden Fall. Nein, aber ich glaube, vielleicht erzähle ich im Anschluss auch nochmal von einem kommenden Projekt, was wir haben, weil es mir ein bisschen schwerfällt, jetzt vom goldenen Zeitalter zu den sozialen Medien eine direkte Brücke zu schlagen. Ich glaube eher, dass das goldene Zeitalter künstlerisch ein Resultat ist von sich total verändernden Arbeitsprozessen durch das Internet. Das sind Dinge, die sind längst passiert, die sind auch nicht zurückdrehbar. Also ich bin immer noch erstaunt über die Kritiker, die denn auch in den großen Tageszeitungen wieder sagen, die haben schon wieder eine Romanadaption gemacht, Mensch, wann hört das denn endlich auf, wann kommt denn endlich unser Tschechow wieder und so in seiner reinen Form, der kommt nicht wieder, das ist vorbei. Das ist vorbei, ich bin nicht dagegen. Kann das nicht nebeneinander bestehen? Nein, das ist natürlich provokativ gesagt und ich bin ja auch dafür, wir machen auch Elektra und so, das sind alles Sachen, die stattfinden, weiter stattfinden werden, aber es ist eben auch ein Material und die Frage bei einem Tschechow ist, wem gehört das? Wer hat Anspruch auf dieses Gesamtpaket von einem Stück oder kann man da eben auch, wie das in der Musik und in der bildenden Kunst einfach seit Jahrzehnten üblich ist, dass man sich Stücke, Versätze nimmt und die neu zusammensetzt? Sozusagen und eben dieses Mashup-Prinzip macht. Und sozusagen mein Arbeitsalltag als Dramaturg, Antonia Baum hat gerade in der FAZ einen super kleinen Bericht über ihren Alltag als Journalistin geschrieben, wie sie sich sozusagen auf Facebook und im Internet verliert. Das ist nur noch Intertext, man gerät von einem Link über den nächsten zu Wikipedia, zur nächsten Frage, zum nächsten Video, dann ist man wieder bei Facebook. Sozusagen, so sehen ja auch die Arbeitsalltage von Dramaturgen aus inzwischen. Das ist die Art und Weise, wie wir Informationen sammeln und gucken, was los ist. Da ist keiner mehr dabei, der mit sich rauchend in Reklamhefte vertieft.
Das gibt es einfach nicht mehr und deswegen wird die Kunst auch anders aussehen. Und man merkt das an der Reaktion vom Publikum auch bei uns. Das junge Publikum versteht das goldene Zeitalter total, weil es mehr damit zu tun hat, durch die Kulturgeschichte zu surfen und mit einer bestimmten Fragestellung, nämlich der nach Wiederholung und Variation. Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel in dieser Inszenierung oder vielleicht mal an dich gefragt, in Inszenierungen bei euch, der produktive Einsatz einer Twitter-Wall? Kann man sich das vorstellen? Würde das was hinzufügen, irgendeine Art Mehrwert bedeuten? Also ich denke an Nicolas Stehmann zum Beispiel. Auch da würde ich nochmal auf deinen Text wieder zurückgreifen. Du hast ja die Unterscheidung selber schon sehr, sehr deutlich gemacht, dass du glaubst, dass es mit bestimmten Stücken nicht geht. Und das, was wir jetzt gerade gesehen haben, das ist natürlich ein absolut, wie soll man sagen, fast normaler Zugriff auf die Mittel, die man heute so hat, also wie das seit der Postmoderne ja auch üblich ist. Aber du hast gesagt, es gibt Stücke, da geht das vielleicht besser und Stücke, da geht das weniger gut. Und ich würde die gerne mal so gegeneinander stellen wollen, weil natürlich kann man sich das vorstellen, wenn Nicolas Stehmann gerade mit uns und Theater der Welt die Schutzbefohlenen macht, einen Text von Elfriede Jelinek, der ursprünglich für Österreich geschrieben war, der aber in Hamburg eine große Brisanz bekommen hat, weil wir mit dem Thema nun wirklich was zu tun haben, gerade mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Wenn man zum Beispiel sagen würde, man hat zwei Twitter-Walls gleichzeitig, also man hat eine Twitter-Wall, die geht nur um das Thema Lampedusa, oder also Hashtag Lampedusa, Hashtag Lampedusa HH, und man hat eine zweite, die ist Hashtag Schutzbefohlen. Schutzbefohlen wäre dann also der hermetische Raum, der lokale Raum, der regionale Raum, wer gerade im Theater ist, also ein ganz kleiner Raum, während Lampedusa HH gleichzeitig schon die Stadt mit dazu nimmt und Lampedusa geht natürlich noch viel weiter. Das könnte man mit in den Bühnenraum einbauen. Die Frage wäre aber trotzdem, was kann es, wenn es jetzt einfach nur so da wäre als Strom? Und was würde es können, wenn diese Wirklichkeit, die zeitgleich passiert, von den Schauspielern aufgenommen wird? Also inwieweit lässt sich das in die Textflächen von Frau Jelinek einbauen? Oder müsste die als Kuratorin und Mittexterin dabei sitzen und dieses Material wiederum verarbeiten und weiterverarbeiten? Und man kann sich das natürlich auch bei einem anderen Künstler wie René Polesch sofort vorstellen, dass der live mittwittern kann und in den Vorgang mit eingreifen kann. Oder die ganzen Impulse, die aus dem Zuschauerraum kommen, bündelt, kuratiert und aufbereitet und aufarbeitet. Ich glaube, nur als Bespiegelung von Innenansichten, also Hashtag Schutzbefohlen, kann das für den künstlerischen Prozess, fürchte ich, erstmal nicht so besonders viel. Also wenn das nur eine Darstellung ist, wie geht es mir hier gerade in diesem Raum, dann kommen ja im besten Fall sehr deutliche Spiegelungen davon, was macht die Bühne gerade mit mir oder wie fühle ich mich hier, ist es mir zu warm, ist es mir zu lang und so weiter. Aber sollte das die Theater nicht auch interessieren, wie die Dinge beim Publikum ankommen, die da auf der Bühne stattfinden? Absolut. Aber ich glaube, dieser Moment, dass wir das Making-of schon mit in den Aufführungsvorgang reinverlegen, das ist ja ein ganz üblicher Vorgang seit dem Entstehen der postmodernen Texte oder der postmodernen Regiearbeitsweise. Nur treibt uns das künstlerisch wirklich an einen Punkt, wo für die Schauspieler und damit dann auch wieder für den Zuschauerraum aufregendes neues Material entsteht? Ist der Moment von mir geht's gerade so mit dem, was ich sehe, tatsächlich ein inhaltlicher Moment oder ist das eher ein Feedback-Moment, der so dann wieder eher in den Marketingbereich reingeht? Und zu den Stücken, wo eigentlich die vierte Wand zu ist, über die hast du auch geschrieben, dass man so klassischerweise sich das natürlich bei einem Ibsen nicht so vorstellen könnte. Aber vielleicht würde damit etwas anderes gehen. Vielleicht wäre da weniger der Tweet-Up das Medium, sondern Blogs und Facebook. Das, was das Maxim Gorki versucht hat mit Effi Briest 2.0, ist, glaube ich, auch noch überhaupt nicht ausgereizt. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben für alle, die es nicht also kennen. Also Maxim Gorki hatte vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren versucht, mit der Agentur Jung van Matt zusammen einen 2.0-Bereich um die Inszenierung Effi Briest herum zu entwickeln und hat dann eine Facebook-Figur Effi gemacht und die ganzen Jungs drumherum auch. Und dann gab es den Antrag und den Brief auf Facebook. Und ich glaube, dass man auch das natürlich weiterentwickeln könnte, dass sich da so eine Second Screen Erzählwelt aufbauen lassen würde. Wo aber sofort auch die nächste Frage ist,
Wer füttert die? Wer füttert das Facebook-Profil von Hedda Gabler? Die Schauspielerin, während sie die Rolle erarbeitet? Dann wird es ein Metatext. Oder der Dramaturg, der sich mit dem Hintergrundmaterial beschäftigt hat, dann wird es vielleicht nicht so eine unglaublich emotionale Darstellung der Innensicht der Figur. Oder der Marketingmann, der dann wieder auf die Effekte, oder die Marketingfrau, die auf die Effekte guckt und sagt so und die besten Zitate von Hedda schon raushaut. Aber, und ich glaube, das kann man natürlich alles immer weiter durchdenken und damit rumexperimentieren, weil ich glaube, wir stoßen dann auch sofort wieder an bestimmte Grenzen, wenn man das versuchen würde, Hedda wäre eine reale Figur, dann ist man doch relativ enttäuscht, wenn man ins Theater kommt und die Handlung geht wieder auf den bekannten Schienen entlang, weil im realen Leben hat es ja diese Schienen nicht, da passieren ja auf einmal irgendwelche Zufälle und anderen Dinge und so. Und ich glaube, so sollten wir immer weiter über diese Social Media nachdenken, weil wir mit denen leben, weil die Schauspieler mit denen leben, die Regisseure, die Dramaturgen, die Intendanten, die Zuschauer, die neuen Zuschauer und so weiter. Aber ich glaube, die Experimente sind noch gar nicht an einem Punkt angekommen, wo das überhaupt nur wirklich sich erschlossen hat, was da alles möglich ist. Ja, wir hatten heute Morgen in der ersten Session schon ein, wie ich finde, ganz interessantes Projekt gesehen, nämlich die Tweetphonie, die in Dessau stattgefunden hat mit der Anhaltischen Philharmonie. Die haben per Twitter, konnte man da Melodien einsenden, also per Zahlencode programmiert. Am nächsten Tag wurde das von professionellen Komponisten vertont und dann wiederum am nächsten Tag vom Orchester live aufgeführt, ich glaube vom Blatt gespielt und das Ganze noch live ins Internet gestreamt und ja, da kam, würde ich sagen, teilweise richtig gute Musik raus. Das war jetzt im Bereich der Musik. Kann man sich sowas auch für Texte vorstellen, so eine kollektive Stückerarbeitung? Wenn man ein Thema vorgeht, ach so, ich sage vielleicht noch ein Beispiel, weil das gerade in Stuttgart passiert, da gibt es die Blockbühne, die probieren nämlich sowas. Da gibt es 8 Autoren, die Texte für diese Website schreiben und die das Publikum oder die Leser sind aufgefordert, die weiterzuschreiben, zu kommentieren, zu befragen und die Texte der Leser sollen dann eben auch weiterverarbeitet werden. Bisher gibt es noch nicht so zahlreiche Kommentare, also funktioniert noch nicht optimal, aber denkbar ist sowas ja, oder? Theoretisch total. Du hast mir gerade vorher von dem Beispiel von Dirk von Gehlen erzählt, wie er sein neues Buchprojekt irgendwie gemacht hat, dass diejenigen, die das, das war ein Crowdfunding, die das... Eine neue Version ist verfügbar. So heißt das, genau. Und da hat er regelmäßig über Mail mit seinen, denjenigen, die ihn dafür bezahlen, kommuniziert und die durften sozusagen glaube ich, mit Rat und Idee dabei stehen. Ich glaube nicht, dass Literatur, wenn man das jetzt mal ganz künstlerisch fasst, entsteht einfach dadurch, dass man sozusagen über einen Algorithmus vermittelt, hunderte Leute schreiben lässt. Aber vielleicht ja doch. Ich meine, das sind ja keine Verfahren, die jetzt total neu sind. Irgendwie William S. Burroughs mit seinen Cut-Up-Techniken, der schreibt, ist dann zerstückelt und den Zufall das neu zusammensetzen lässt. Also es wären auf jeden Fall, wäre es ein Experiment. Und es gibt bestimmt auch solche Dinge schon. Also das ist eben die Frage, ne? Also auch bei einem Tweet-Up oder dass man Leute während einer Vorstellung eingreifen lässt. Vielleicht erzähle ich auch gleich mal, was wir da, wenn ich darf, vorhaben. Bitte. Im nächsten Jahr. Stellt sich die Frage, braucht man sozusagen ein menschliches Medium, was sortiert vorher oder eben nicht? So, ich habe gerade die Erlaubnis bekommen von meinem Schauspieldirektor, dass ich ein Projekt vorstellen darf, das, so wie die Finanzierung zusammenkriegen für 2015 stattfinden wird. Das ist so brandheiß, weil wir haben es noch nicht mal in Dortmund vorstellen können. Also die PK ist erst am nächsten Wochenende. Das Ganze wird in der Regie von Kai Voges stattfinden und wird The Madhouse of Ypsilantis heißen. Ich höre schon Lachen, vielleicht kennen einige das Buch Die drei Jesusse von Ypsilanti. Das war ein Sozialpsychologe, der in den 60er Jahren einen Versuch gestartet hat in Amerika. Das war jemand, der hat zur Persönlichkeit geforscht und zur Programmierung von Persönlichkeit, so würde man es heute vielleicht sagen.
Und der hat drei Menschen, die sich alle für Jesus halten, jeweils zusammen in einen Raum gesperrt, über 2 Jahre, um zu gucken, also der hat in einer Psychiatrie quasi gearbeitet, um zu gucken, ob sie dadurch, dass sie quasi mit sich selbst konfrontiert sind, ob dadurch ein Heilungsprozess entsteht. Die eigentliche tragische Figur dieser Geschichte war am Ende dieser Arzt, weil sozusagen seine drei Jesusse, keiner ist auch nur einen Meter abgewichen davon und hatten alle eine Erklärung dafür, warum die anderen falsch sind. Unter anderem, weil die ja Insassen einer Psychiatrie sind und so weiter. Aber uns hat dieser Stoff fasziniert und wir waren sowieso dran. Wir haben dann erst gedacht, wir machen einen Film draus. Wir haben ja auch schon damit experimentiert, halt da, wo die Leute ein Theaterstück erwarten, gibt es tatsächlich einen Spielfilm. Das haben wir mit einigen Nachrichten an das All so gemacht. Aber wir haben weitergedacht und wollten wirklich unsere Erfahrungen, die wir mit das Goldene Zeitalter und auch mit The Life Code gemacht haben, gucken, was kann man da machen. Und das Konzept im Moment, ne, nagel mich bitte keiner drauf fest, aber vielleicht haben wir im Mai 2015 so eine Premiere. Wir werden auf unserer großen Probebühne eine 2-stöckige Psychiatrie aufbauen, die sozusagen irgendwie mit 25 bis 50 verschiedenen Räumen komplett ausgestattet ist, mit lauter geheimen Speichern, geheimen Orten, wo irgendwelche Leute sind, mit einer Waschküche, mit einer Medikamentenausgabe, also quasi fast in so einer Art Realismus. Und diese Psychiatrie wird auch vollkommen geschlossen sein und ausgestattet sein mit um die 30 Kameras. Da drin passieren eben in 7 Teilen eine große Handlung dieser Figuren. Komplette Ensemble soll dabei sein, 16 Figuren, die da drin dann für jeweils 2 bis 3 Stunden leben und eine Geschichte durchleben. Das Ganze wird umgeben sein von vier Live-Cuttern, die sozusagen einen Livestream, einen vierfachen Livestream ins Netz geben. Das heißt, dass man eigentlich den Versuch hat, ein Theaterstück in die ganze Welt live zu übertragen über 4 Kanäle. Und der Zuschauer am Computer kann sich dann aussuchen, welchen er verfolgt, welchen Stream. Und es gibt auch Live-Zuschauer, die haben den Vorteil, dass sie sozusagen durch Sehschlitze und einseitig verspiegelte Fenster und so weiter noch in die Psychiatrie reingucken können und über die Psychiatrie drüber klettern oder so, da sind wir noch nicht so weit. Und das ist eben für uns der erste Versuch, übrigens auch einer Finanzierung, dass man guckt, ob man Leute im Netz findet, die tatsächlich für so eine Show Eintritt bezahlen würden. Also soll das ein Crowdfunding-Projekt werden? Nee, im Grunde genommen nicht, sondern du kaufst dir eine Theaterkarte so am Computer, die wird nicht teuer sein, die kostet vielleicht 2 Euro und dann kannst du dem Ganzen folgen. Ne? Und dann das Entscheidende ist dann aber natürlich, dass diejenigen, die das Stück gucken, am Bildschirm eingreifen können sollen. Und das ist eben die große Frage, da bin ich auch dir sehr dankbar für deine Ideen mit der Twitter-Wall. Also ist das über Twitter? Wie nehmen Sie mit den Figuren Kontakt auf? Können Sie in bestimmten dramaturgischen Schnittstellen eingreifen und man macht Abstimmungen darüber, wie es weitergehen soll, wie eine Figur sich verhalten soll? Gibt es die Möglichkeit, dass einzelne Figuren plötzlich über Skype beginnen, mit Zuschauern zu kommunizieren oder so? Das sind so Fragen, an denen wir dran sind. Lehnten wir uns ganz schön aus dem Fenster, dass ich das hier so präsentiere, gerade merke ich, jetzt ist es raus, wir geben unser Bestes, dass das klappt. Ja, also das ist gespannt. So ein Ding, ich kann noch nicht mal sagen, das ist so offen, dass es wirklich Experimentierfeld, mal gucken, was da draus entsteht. Okay, ja, wir sind wirklich sehr gespannt. Ich möchte jetzt, bevor es ans Publikum geht, noch einen Aspekt so ein bisschen beleuchten. Also bei dem Goldenen Zeitalter ist ja diese Live-Verfertigung auf der Bühne irgendwie, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Am Thalia gibt es ein bisschen einen Parallelfall, also zumindest auch die Tendenz, das Publikum vielleicht am Entstehungsprozess teilhaben zu lassen. Also exemplarisch dafür steht Luc Perceval, der ja irgendwie damit experimentiert, Videos aus den Proben auf seiner Website zur Verfügung zu stellen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was sein Ansatz ist und sein Interesse dabei. Also Luc hat selber schon seit vielen Jahren mit den sozialen Medien experimentiert. Und für ihn ist das
kann man schon sagen, auch ein Mittel, um sich zu vermitteln, also um Inhalte zu vermitteln oder Zuschauer tiefer in eine fiktive Welt reinzuziehen. Aber er sagt heute, nachdem er 2009, haben wir viel darüber nachgedacht, ob man Proben öffnen soll und quasi immer den Livestream laufen lassen soll, sagt er heute, nein, auf gar keinen Fall, weil das A, einen Prozess tatsächlich stört, weil in dem Augenblick, wenn man ständig beobachtet wird, man nicht mehr so leicht bereit ist, Fehler zu machen, und Proben leben natürlich von Fehlern. Und B, er es auch nicht mehr spannend findet, weil natürlich auch Probe ganz viel Wiederholung ist, und er viel interessanter findet, dass man neugierig macht und dass man die Geheimnisse andeutet, was dann dazu führt, dass Menschen die Kunst gucken kommen. Aber er selber experimentiert auch ständig immer weiter mit anderen Formen von sozialen Medien. Also er hat in letzter Zeit sein Facebook-Profil, wenn ich das richtig sehe, komplett geschlossen und ist auf Tumblr umgestiegen und lässt von Tumblr das dann auf Facebook weiterhin rübergehen. Aber würde er denn so weit gehen zu sagen, der Prozess, der Entstehungsprozess ist schon Teil der Kunst? Also geht es in die Richtung, nicht mehr die Inszenierung als abgeschlossenes Werk sozusagen zu sehen, sondern zu sagen, der Prozess ist es eigentlich? Ja, auf eine gewisse Art geht es für Lück, glaube ich, immer darum, auch dass er den Prozess auch spannend findet, aber er will trotzdem, dass das Ergebnis bestmöglich ist. Also er hat 2009 auch über sowas nachgedacht wie Facebook-Dialoge, also tatsächlich mit Facebook-Usern zusammen ein Stück zu schreiben. Er hat etwas gemacht, das heißt Face-to-Face, das ist eine Wiederaufnahme und Weiterführung eines Projektes, was er mal in Düsseldorf gemacht hat, Düsseldorf-Mon Amour, wo er die japanische Community und die Verflechtung der Stadt gefilmt hat. Das hat er im Thalia mit Face-to-Face mit Menschen hinter der Bühne gemacht. Das ist dann aber tatsächlich auch eher als Vermittlungsarbeit zu kategorisieren. Ich glaube, diesen wirklich großen Schritt, die sozialen Medien in die Kunst mit reinzusetzen, den haben wir auch noch nicht vollzogen. Überhaupt nicht. Also wenn ich so etwas lese wie diesen Midsummer Night's Dream, der da mit 2.0 Royal Shakespeare Company genau, in London aufgefüttert wurde, den könnte man ja auch noch viel weiter denken, weil so wie ich den jetzt gerade verstanden habe, passiert das ja auch eher in der Peripherie der sozialen Medien. Aber die Frage bleibt doch weiterhin, was kann der Zuschauer beitragen zum Wald in Athen, oder welche Trolle und sonstigen Wesen können die Liebenden durcheinander bringen? Also sind das so Wege, wie man da miteinander in eine ganz andere Form von Co-Produktion treten könnte? Und ist das interessant? Das können wir hier jetzt einmal ausprobieren. Ich muss nämlich als Saalfee ein bisschen an die Zeit erinnern und jetzt nämlich mal in die Zuschauer reingeben, das Gespräch. Genau. Also wir können ja gleich die Frage weitergeben. Würde euch das interessieren? Wollt ihr mitmachen auf der Bühne? Ich habe mitsprechen. Wegen des Streams brauchen wir hier Mikro. Also wer was sagen möchte, sich bitte melden, dann komme ich. Da oben. Also ich finde das total spannend, dass ihr so an den konstruktiven Zuschauer denkt. Wir kennen das aus dem Internet, dass Leute auch ganz gerne mal zu nicht so konstruktiven Kommentaren neigen. Die werden dann zu Trollen. Und es kann gut sein, dass wenn ihr sozusagen Zuschauer habituell einbindet, dass ihr euch eine ganz eigene Kategorie von Theatertroll heranzüchtet. Was sagt ihr dazu? Gut bekannt auch von nachtkritik.de. Also ich habe tatsächlich auch an dieses Phänomen gedacht, als ich das mit dem Sommernachtstraum gelesen habe. Weil ich dachte, ob man das vielleicht dafür anfüttern soll. Also dass dieser Wald dann tatsächlich bevölkert ist von vulgären, obszönen Trollen. Kennt denn jemand von euch noch irgendwelche Projekte, die jetzt hier noch nicht aufgetaucht sind, die auf spannende Art mit Social Media und Theater diese beiden Bereiche verbinden? Würde mich sehr interessieren. Nein, offenbar nicht. Ja? Aber ich habe eine Frage oder zwei. Je länger ich das zuhöre, ist natürlich sehr interessant. Und da frage ich mich, sage ich mal jetzt aus der Schauspielersicht, ja, mit diesen Tweet-Ups, also die Erfahrung, weil das erinnert mich ein bisschen an, sage ich jetzt mal Stichwort Boulevardtheater, wo das Publikum sich ja auch sehr unmittelbar sich oft äußert. Oder eben, wie beim Kasperle, geh nicht hin, da ist das Krokodil. Also dass sie ja immer sofort reagiert. Die Schauspieler nervt es unglaublich. Ja, oder wir sind alle so ausgebildet, darauf nicht einzugehen.
Wie ist es denn, wie gehen, oder gibt es eine Erfahrung, oder wie gehen denn die Schauspieler, im Prinzip ist es ja, also ist das was anderes oder ist das nicht? A. Und B, wie gehen denn die Schauspieler damit um? Oder sollen die überhaupt damit umgehen? Ja, vielleicht kannst du konkret sagen, wie es in Hamburg war. Also ich kann aus diesem Tweet abberichten, dadurch, dass wir das mit den Schauspielern auch vorher besprochen haben und die genau Bescheid wussten, was da passiert, war das kein Problem. Allerdings haben wir auch sehr genau für dieses erste Experiment mit einem Tweet-Up eine Vorstellung ausgesucht, mit der das ganz gut geklappt hat, weil der erste Akt von In der Republik des Glücks passiert in einem Glaskasten. Da ist dieses Hochzeitsfest in einer, ja, da ist die geschlossene vierte Wand tatsächlich live da. Das bedeutet, da haben die Schauspieler das Twittern überhaupt nicht mitbekommen. Der zweite Akt ist komplett performativ und geht auch um soziale Medien. Das bedeutet, da ist die Interaktion sogar sinnvoll. Und die haben danach nicht berichtet, dass das sie in irgendeiner Art gestört hat. Die haben noch nicht mal, wir haben auch viel darüber nachgedacht, was passiert mit der berühmten Feedback-Schleife. Ist die unterbrochen, wenn wir irgendwie dauernd hier drauf gucken? Wie komplex kann man dann auch überhaupt werden in der Art und Weise, wenn man gleichzeitig sich nicht nur mit der Betrachtung und so weiter beschäftigt? Die haben nicht von einem Energieabfall berichtet im Zuschauerraum. Das ist aber eben was anderes, weil das Stück so genau passte. Was wäre bei Hedda Gabler, weiß ich nicht, wenn auf einmal der halbe Saal nur auf sein Handy guckt und dann vielleicht auch ganz andere Dinge tut, als sich mit dem Stück beschäftigen. Und ich habe doch noch eine Frage. Und zwar, das ist klar, dass wir uns damit interessieren, also mit dem Thema uns auseinandersetzen und dass es eben das Theater nicht mehr so sein wird, wie es vorher ist. Es ist vorbei, klar. Jetzt umgekehrt, was für eine Erfahrung habt ihr mit dem Publikum gemacht? Sag ich jetzt mal, wie wollen die das? Also, weil sehr viele kommen rein, wollen im dunklen Raum sitzen, anschauen, wieder nach Hause gehen. Ne? Also, was für eine Erfahrung habt ihr mit dem Publikum gemacht? Verändert sich dadurch das Publikum, kommen die anderen Menschen oder nehmen sie das Angebot überhaupt wahr oder die sagen, ach Gott, das ist ja immer wieder, die probiert etwas aus und das ist ja sowieso, also. Also ich kann zu Tweet-Ups überhaupt nichts sagen. Ich kann halt nur aus Erfahrung von dem, was ich hier gezeigt habe, und das ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es die Zuschauer, die gerne versinken wollen, ihren eigenen Körper vergessen wollen im roten Sessel und gucken, was da oben passiert. Mir gefällt, glaube ich, an dem, was wir diskutieren, die Möglichkeit dazu, sozusagen dem sich völlig selbst vergessenen Zuschauer wieder zurück, sozusagen in der alten Brecht-Tradition, zurück ins Denken zu holen und ihn dazu aufzufordern, irgendwie mitzudenken. Und mich als Künstler interessiert sozusagen, ich glaube, dass es sozusagen, wenn man den Zuschauer auffordert, zu twittern, live, muss das sozusagen in irgendeiner Form sein, dass dass Assoziationsräume aufgehen. Also es darf nicht sozusagen Befindlichkeitstwittern sein, sondern es muss eine Frage im Raum sein, eine richtige Frage oder so. Kunst muss für mich immer muss weggehen davon, eine einzige Aussage zu haben, sondern sie muss sozusagen viele verschiedene klare Thesen nebeneinander haben, die sich dann sozusagen gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Und da würde ich sagen, wäre das Twitter eine Chance für mich, zu sagen, ich lade das Publikum dazu ein, ihre eigene Faust dagegen zu halten, ja, gegen das, was auf der Bühne ist. Und dann geht ein Raum los, ein Denkraum, in den man dann eintreten kann gemeinsam. Ich liebe Schauspieler und ich bin ein großer, großer Fan von Schauspielkunst muss man eben aufpassen, dass man da in bestimmten Situationen mit dem aber das Beispiel ist gut mit dem Kasperle-Theater, ehrlich gesagt. Das finde ich richtig gut, weil Volkstheater, derb, reinrufen, sozusagen, ja. Aber es ist ja dann eigentlich die Frage, ob es dafür Twitter braucht. Also du hast das ja auch beschrieben, dass du durchaus Reaktionen des Publikums aufgreifst im goldenen Zeitalter, die sich eben laut äußern.
In Hamburg hatten wir diese These, Twitter als Tuschelersatz. Also es darf ja nicht geredet werden, also benutze ich eben Twitter, um meinem Nachbarn zu sagen, was ich ihm sonst laut sagen würde und störe dabei niemanden. Also ja, braucht es das? Nö, es gibt sicherlich auch andere Varianten. Also das, was wir da machen, kurzes Beispiel, was ich nochmal erzählen kann, ist, dass während einer Vorstellung, wir haben immer so Nachrichtenblöcke im goldenen Zeitalter drin, wo wir die Tagesschau ein bisschen aufs Korn nehmen und sozusagen Leute, die erst gefeiert wurden und dann sozusagen fallen gelassen wurden von der Öffentlichkeit, von Ulrich Hoeneß über Pep Guardiola. In Dortmund ist Mario Götze eine sehr wichtige Figur, die sozusagen erst bei Dortmund gespielt hat und dann der große Held war, Dortmunder Junge, und jetzt zu den Bayern gegangen ist. Das benutzen wir, und während der Vorstellung war tatsächlich dann so eine Frau neben mir, die dann als Mario Götze dran kam, immer murmelte: Ja, dieser Judas, Judas, Judas. Und das ist natürlich krass, dann kann man das nehmen und öffentlich machen. Hier hat jetzt gerade jemand Judas geflüstert, ja, und sofort ist, also das ist schon toll, wenn man das dann so... Das hört man aber dann nur, wenn sie direkt neben dir sitzt, ne? Also, und Twitter würde es dann möglich machen, auch wenn sie 10 Reihen vor dir sitzt. Oder? Genau, ja. Genau. Und wenn man dann sowas Provokantes dann hat, dann wird da sicherlich auch jemand dann drauf reagieren, dann hätte man vielleicht wirklich einen interessanten Dialog über Twitter auf der Bühne. Da hinten? Ach so, okay. Bei den verschiedenen Gesprächen wird relativ viel darüber gesprochen, was Twitter oder andere soziale Medien im Theater eigentlich praktisch leisten können, weil wir halt Theaterpraktiker sind. Tatsächlich scheint für mich aber auch besonders wichtig, sich zu fragen, was überhaupt passiert in dem Augenblick und wie sich die Sehgewohnheiten oder der Mensch ändert. Also insbesondere die Frage, ist der Zuschauer, wenn der dann twittert, ist der dann noch Zuschauer oder ist er schon Performer? Was bei dieser Live-Tweet-Sache da in München, von der der Ingo eben erzählt hat, sehr auffällig wurde, dass man eigentlich nicht mehr sagen konnte, ob das jetzt Zuschauer oder Performer sind. Die waren beide gleichzeitig. Die Twitterer saßen auf der Bühne als Statisten. Genau, ja. Und in dem Zusammenhang fand ich eigentlich fast am wichtigsten den Satz von dem Ingo vom Münchner Residenztheater, der ist das Facebook vom Residenztheater, sagte, er hätte sich einen 6 Stunden langen Film von Matthew Barney angeschaut und irgendwie hatte die ganze Zeit vermisst, dass da jemand mal irgendwas twittert. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was passiert und was Sehgewohnheiten total verändert, die sozusagen, das trifft jetzt gerade das Theater, das wird in irgendeiner Form passieren. Wie wir das dann inszenieren oder auswerten für unsere Sachen, steht, glaube ich, ist fast ein bisschen sekundär. Du, Alexander, hast gerade davon erzählt, die Jungen haben einen ganz anderen Zugang dafür, das sind die Digital Natives, und die werden das Theater wahnsinnig verändern und mit ihren Sehgewohnheiten und mit der totalen Gleichzeitigkeit dieser verschiedenen Medien. Und das ist ein Punkt, der mich sehr interessiert, fast über die Frage, was kann Twitter leisten, hinaus, und findet dieser Regisseur oder jener wichtige Regisseur Twitter auf der Probe oder in der Vorstellung eigentlich so wichtig? Irgendwas wird sich jedenfalls massiv verändern, könnte ich mir vorstellen. Ich würde sagen, noch 1,5 Fragen. Und dann, ich glaube, hier gibt es erstmal eine Antwort oder eine Reaktion. Also eine, von hier unten. Eine ganz kurz, ich probiere das wirklich kurz zu halten, weil hier wurde heute schon in der ersten Session sehr selbstbewusst die These in den Raum gestellt, dass soziale Medien Dialog sind, beziehungsweise soziale Medien sind Conversation, war das Wort. Da kann man natürlich auch total eine Gegenposition. Social Medien sind erstmal noch überhaupt keine Konversation, ist überhaupt noch kein Dialog, sondern sozusagen, wenn man in einem Dialog einen wirklichen Austausch von, also sie können es sein, aber nicht sofort, wo das passiert, wo zwei Leute auf dem Marktplatz stehen und sich gegenseitig was verkaufen wollen. Das ist aus einer Theaterperspektive noch kein Dialog, sondern einen Dialog zwischen Publikum und Leuten auf der Bühne oder der Kunst, ist ja Kunst immer, aber das dauert. Da muss man sich lange vor unterhalten, da muss man vielleicht sehr lange für miteinander twittern. Da muss man sehr lange irgendwie, bis man zu den wirklichen Kernen vorkommt. Also da, wo man wirklich anfängt, sich auszutauschen über Substanzielles, das dauert. Und deswegen ist das nicht so leicht mit dem Dialog, glaube ich, dass das sofort alles immer schon und einer twittert und hat sofort sozusagen partizipiert.
weil er irgendein Klischee irgendwie, das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es ja gerade eigentlich noch anders verstanden. Sie haben ja vielmehr uns dahin auffordern wollen, dass wir immer weiter damit experimentieren, weil die Welt sich halt dahin bewegt. Der Digital Native, der wird einfach anders konsumieren. Also da kommen wir auch gar nicht mehr dran vorbei. Und was das mit uns allen macht oder was das mit Hirnstruktur macht, mit Rezeptionstechniken, das beginnt ja gerade erst. Also so hätte ich Sie auch viel mehr verstanden. Mehr wie ein tiefer in die Themen auch noch reinzugehen und mit den Themen ja, zu experimentieren. Ich möchte noch anschließen an diese Befindlichkeitstweets und auch an dieses Experimentieren. Ich sehe das bei uns im Theater auf eine etwas andere, in Ulm auf eine etwas andere Weise, weil wir Livestreamen und dann immer eine Kommentarfunktion offen haben. Da kommen natürlich viele dieser Befindlichkeitstweets, ach wie schön, dass es mal wieder so inszeniert ist oder wie schade, dass das nicht wie sich gehört ist. Und ehrlich gesagt eher Letzteres. Und die Frage ist bei mir, ob nicht durch dieses Live-Twittern oder mit-Twittern eine falsche Erwartungshaltung auch beim Publikum geweckt wird, mit der man dann umgehen muss. So nach dem Motto, ich darf jetzt was dazu sagen, hat das dann irgendeinen Einfluss auf das, was passiert, oder wird mir trotzdem weiterhin nur was vorgeführt, auf das ich letztendlich dann doch tatsächlich keinen Einfluss habe? Wollt ihr was dazu sagen unten? Zur Erwartungshaltung? Also wie geht ihr, das können wir ja vielleicht doch noch ansprechen, wie geht ihr denn mit Feedback um? Also zum Beispiel auf Facebook, führt ihr da Dialoge mit den Zuschauern? Natürlich, ja natürlich. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die du da beschreibst, dass dann man natürlich auch mit Kommentaren umgehen muss, die eher aus der konservativen Richtung kommen, die hat man ja eh. Also die hat man ja auch bei einem Publikumsgespräch oder bei einer ganz normalen Vorstellung. Also der Kampf im Publikum zwischen Menschen, die sich interessieren für das Material, für den Stoff und für die Brüchigkeit, und Menschen, die gerne wieder illusionistische Bebilderungen haben würden, die passiert ja sowieso. Also da sind jetzt, ich finde, das hat gar nichts mit den Medien zu tun, auf denen das stattfindet. Also ich glaube auch, dass eine Chance, aber auch ein Problem ist die Anonymität natürlich. Und aufgrund der Anonymität im Netz, dass du dich verbergen kannst hinter Namen und hinter einem sozusagen Netzprofil, bewirkt, dass du anders kommunizierst. Und auch das steht vielleicht einem Dialog in einem ersten Schritt total entgegen, dass du einfach sozusagen folgenlos beleidigen, schimpfen darfst, kannst. Und das ist dann das Gegenteil von Nachdenken. Das ist dann einfach Tourette. So, jetzt kommt noch eine Frage und dann müssen wir hier langsam für die nächste Veranstaltung uns eingrooven, sozusagen. Eigentlich keine richtige Frage, vielleicht zwei Anmerkungen. Das erste ist, dass mir das Bild vom Kasperle eigentlich mit am allerbesten gefällt, was ich jetzt mit nach Hause nehme im Zusammenhang mit dieser, so mit dem mit dieser Debatte über Tweet im Sinne von, da ist auf der einen Seite eine Figur, die ist extrem angepasst, was ich sozusagen, was ja auch immer so ein Thema ist, finde ich, bei dem Umgang mit neuen Medien im Theater, dass ich das oft sehr affirmativ finde, nach dem Motto, ihr alle sagt jetzt immer, die Welt ändert sich, also haben wir gar keine Chance, wir müssen uns anpassen. Ich spüre immer diesen Anpassungsdruck, das gefällt, und das ist in der Figur des Kasperle, ist das vorhanden. Gleichzeitig haut er mit seiner Klappe, mit seinem Ding aber auch alle tot, oder wenn er kann, und dem Krokodil einen auf den Kopf. Das finde ich total klasse, das mal weiterzudenken. Und das andere ist, ich habe ein bisschen nachgedacht über Ihre Frage, gibt es andere tolle Beispiele von einer intelligenten Vernetzung von Theater und digitaler Welt? Und mir hat vor ungefähr 3 Wochen ein wunderbarer türkischer Schauspieler, Mehmet Ali Alabora, von einem Projekt erzählt, was er ungefähr ein Jahr begonnen hat, bevor es zu den Auseinandersetzungen in Istanbul gekommen ist, und in dem es tatsächlich um einen Live-Eingriff gegangen ist. Und die Leute sind aus dieser Performance, ihr könnt das auch nachgucken im Netz, die haben eine irrsinnige digitale Welt aufgebaut rund um diese Performance, und die Leute sind sowohl durch Tweets aus der Performance da reingegangen, haben demonstriert, sind rausgegangen,
Der Inhalt des Stücks war ein Staatsstreich und sind dann rausgegangen auf den Platz. Und das ist total eng vernetzt gewesen, sowohl die Live-Performance und digitale Welt. Und das, glaube ich, lohnt sich, das sich mal genau anzugucken, was sie da gemacht haben. Ist da ein Hashtag oder eine Website, die du uns sagen kannst? Ich im Moment nicht, aber ich kann das vielleicht noch nachtragen. Also ich habe das jetzt im Moment nicht präsent, aber da ich auch morgen noch da kannst bin, versuche ja ich das twittern vielleicht. Ja, ja, genau. Ja, dann danke ich euch sehr für das interessante Gespräch. Ihnen für Ihre Geduld.